Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 23. Heisenberg Zockt League, hier bei Heisenberg Zockt. Ja, wo auch sonst, wenn es Heisenberg Zockt League heißt. Wir haben den 18. Spieltag und spielen heute mit St. Gallen gegen Dortmund und die werden vertreten vom lieben Joel. Guten Abend, Hallöchen. Hallöchen. Wie geht's immer so? Alles okay? Alles bestens. Na, das hört man doch gerne. Du bist, beziehungsweise du hast die Dortmunder übernommen vom Herrn BVB Hummels. Hunter. Nee, vom, genau, vom BVB Hunter, der die Segel gestrichen hat irgendwie. Und jetzt spielt ja, halt der Joel sowas für die und ist auf Rang 4. Irgendwie sowas, glaube ich. Ja. Ja, ich bin auf Rang 6. Irgendwie sowas, in die Richtung. Das würde heißen, eigentlich wäre Joel Favorit, aber ich würde mal sagen, das ist relativ ausgeglichen. Ja, wir werden sehen. Wir schauen mal, was dabei rauskommt. Fangen wir an? Ja, ich würde sagen, ja. Gehen wir mal rein. Okay. Drücken wir auf Spielen und machen hier das hier. Dieses Einlaufen, das immer herrlich ruckelig ist. Oh, aber immerhin, ich habe einen Heber hingekriegt. Das ist selten genug. Bin ich eigentlich schon zufrieden. So, wir spielen von, mal schnell gucken, von links nach rechts in den grünen Trikots. Da wünsche ich Joel viel Glück. Ebenso, dankeschön. Und uns viel Erfolg. Das geht hier schon relativ schlecht los. Aber okay, ich habe die Kugelnummer. Ah, gut durchge... Oh, da war Feierabend. Ich wollte gerade sagen, gut durchgeschummelt. Ja, da ist eben auch Feierabend. Okay, da haben wir zweimal Feierabend gehabt. Jetzt fangen wir mit dem Spiel an. Ja, gut. Oh, schön. Aber abseits. Oh, das ist ja ärgerlich. War eigentlich ein vernünftiger Spielzug soweit. Oh, guter Steilpass hier. Konnte ich aber abfangen. Jawohl, dann schenke ich ihm den Ball gleich nochmal. Warum auch nicht? Oh, gefährlich. Ja, schönes Tor. Da geht schon los. Der Herr Schoe geht in Führung. Sollen wir das Resultat mal sagen, was wir mal gehabt haben? Na, mach doch. Ist schon ein bisschen her. Da habe ich, was habe ich? 15 zu 5. Also ein unglaubliches Resultat. Ja, genau. Das wird es heute wahrscheinlich nicht geben, behaupte ich. Vermutlich nicht. Ah, da wollte ich tatsächlich nochmal gleich dran vorbei. Das war natürlich doof. Oh, bis der mal in die Gänge kommt hier. Sag mal, das ist aber auch hier ein Konterfußball. Das gibt's doch nicht. Ja, herrlich. Okay, da gehe ich mal eine Runde unter gegen Dortmund in dem Fall. Voll mein Tag. Ich habe vorher schon FIFA aufgenommen. Das hat auch schon so gut geklappt. Hervorragend. So, machen wir hier mal eine kleine Änderung. Gibt's doch nicht. Ja, jetzt hat es sogar geklappt, ohne den Platz zu verlassen. Oh. Aber ich weiß auch nicht, warum stehe ich denn... Also jetzt ist es klar, jetzt habe ich natürlich das Ganze umgestellt. Aber warum stehe ich denn dermaßen offensiv? Macht irgendwie gar keinen Sinn. Oh, schlecht. Jawohl, Kempf. Oh, gut gemacht. Und jetzt zieh, Latte. Zieh. Oh, ins Leere gerutscht. Ich stehe schon wieder so offen. Oh. Ach komm, hast du doch. Das gibt's ja wohl nicht. Krieg hier keinen Fuß vor der anderen. Schiri? Ja, mach mal Karton. Kein Karton? Nein. War dann doch nicht so übel, das Foul. Oh, was ist denn das für ein Pass? Da mal ja, geht's noch. Ich hab einmal zu viel gedrückt. Scheiße. Oh. Dieses über die Flügel spielen. Es funktioniert wieder hervorragend. Oh. Ja, schon wieder abseits. Hervorragend. Zum zweiten Mal. Er bleibt stehen. Kollege, auch ein bisschen mitspielen, auch wenn ich dich gerade nicht steuere. Ach. Ja, klappt gar nichts. Ich merke das jetzt schon. Es gibt so FIFA-Tage, da geht eigentlich fast alles. Das war sogar ein Foul. Und dann gibt es Tage wie heute, da merke ich jetzt schon, dass da eigentlich gar nichts funktioniert.
Ach, man reiche mir die Kugel. Ja, okay. Going under. Gibt's echt nicht. Also man muss wirklich sagen, sonst die Freundschaftsspiele in der Regel. Aber wenn es halt nicht geht, geht's nicht. Wie gesagt. Die stehen aber auch dermaßen offen. Es ist echt nicht zu glauben. Oh, gut gemacht. Nicht mal ein Foul. Ja, schon wieder. Es ist ja echt nicht zu fassen. Wie kann man denn dermaßen... Oh, ja, klar doch. Heiliges Buch. Okay. Gut, ich glaube, ich gebe es auf. Minecraft. Ahoi. Ja, jetzt muss er irgendwann abgeben. Er hat den Moment gerade noch gemerkt. Schön. Ehrentreffer. Schön gemacht. Ja, torreiches Spiel. Ich denke, für die Zuschauer interessant. Ist besser wie ein murksiges 0-0. Ja. 4 Tore, 5 Tore ist ja gut. Blöd ist, dass 4 Tore davon völlig am falschen Ort gefallen sind. Nein. Doch, doch. So, jetzt heißt es Aufholjagd starten. Allerdings, das wird schwierig. Jo, zieh mal. Ah, nicht nach da. Das war gar nicht die Idee. Der hätte den Rücken gehen sollen. Tolle Ecke. Ja, ich wollte nach außen köpfen. Das hat wieder nicht geklappt. Was war denn das jetzt? Hä? Weiß ich auch nicht, was das war. Ja, immerhin in Tornähe gelandet, der Ball. Das habe ich hier eigentlich schon mal zufrieden. Oh, er rennt halt wieder irgendwie komplett im Schilf rum, der Kollege. Dann wieder so ein Käse. Im Ernst jetzt, ich habe hochgedrückt. Oh, come on. Eieieiei. Habe ich es verlernt irgendwie? Ne, ich konnte es nie. Das ist wahrscheinlich das Problem. Bin ich gerade ein bisschen sprachlos, muss ich gestehen. Kein Abseits hoffentlich, jawohl. Oh, ich mache doch die Drehung. Er macht sie halt nicht. Lieber Controller, wenn ich drücke, dann mach. Das wäre die Idee vom Controller. Tief, Almos, tief. Schön. Anschlusstreffer. Schon wieder. 7 Tore in einer Halbzeit. Ja, also man muss sagen, die Partien zwischen Joel und mir, die werden torreich. Wenn man dieses 15-5 oder was das war noch dazu nimmt. Ja, das war ein bisschen torreich. Schon. Oh. Meiner? Meiner. Nein, faul. Aha. Pause. Ich habe jetzt gedacht, 7 Tore. 3 müsste ich noch aufholen. Ich fürchte, das wird nichts mehr. Aber man weiß ja nicht. Ballbesitz 64%. Mhm, damit bin ich auch zufrieden. Aber Ballbesitz schießt keine Tore. Das weiß man. Ach. Da bin ich schon wieder so offen. Das gibt's echt nicht. Hä? Ich verstehe es nicht, warum ich dermaßen offen stehe. Klar, ich bin jetzt auf Offensiv gegangen, wenn ich natürlich hinten bin. Aber da ist ja gar keine Gegenwehr da hinten. Eieiei. Oh, schade. Zieh mal. Doch, er zog nicht. Jo. Und schon wieder zu dritt gegen 2. Ja, komplett. Nicht zu glauben. Oh, 7-2. Schade. Abseits. Schade. Wäre verdient gewesen. Schönes Tor.
Oh, es ist ja wirklich nicht zu glauben. Was drücke ich da zusammen? Oh, ich drücke halt nach innen. Und er macht's nicht. Also irgendwie... Nein, ich kann jetzt nicht sagen, die Steuerung funktioniert nicht. Das stimmt nicht. Aber es ist schon mehr als merkwürdig, irgendwie, was da zusammengesteuert wird. No, schade, dass er nicht fällt. Jetzt hätte ich einen Elfmeter gegeben. Nein, das muss ja nicht sein. Doch, doch. Nein, nein. Madre. Ja, ich komme nicht dran vorbei. Ich habe schon auch die 95er eingestellt. Oder habe ich irgendwie 80er? Und du hast die 95er? Also, es fühlt sich echt teilweise so an. Aber nee, das kann eigentlich nicht sein. Ja, schon wieder reingedreht. Und wieder falsch geklickt. Halleluja. Boah. Wieso spiele ich dann nochmal rüber, ist die Frage. Oh, war es wieder abseits? Ja, tatsächlich. Ja, ich hab's mir noch gedacht. Der hätte weiter hinten stehen müssen, dann wäre es kein Abseits gewesen. Hui, schön gehalten. Da jetzt mal vielleicht sowas Ähnliches wie eine vernünftige Ecke, ja denkst du. Schön. Anschlusstreffer. Der dritte. Ich lass mal durchlaufen. Wegen Tamp. Oh ja, oh danke, ja. Oh Gott, das hätte ich fast vergessen. Stimmt. Eieieiei. Zum Glück denkt Joel mit. Ich hätte jetzt irgendwie, wir hätten 9 Tore gehabt und ich hätte kein Thumbnail. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Oh, hei, hei. Okay, mal gucken, ob es was Schlaues ist. Bitte nochmal weiterlaufen lassen. Ich bräuchte das alles von gut. Nah. Ja, geht nicht. Okay, dann müssen wir, wenn wir fertig sind, bitte nicht gleich beenden. Weil da kommt alles ja dann gut. Irgendwie nochmal eine Zusammenfassung. Mhm. Ja, wie er hier durchläuft. Keiner kommt dran, jetzt auch noch. Ich wollte ihn rüberspielen und er macht's nicht. Nein, da steht doch einer. Nicht zu tief. Das Spiel heute, das Spiel mag mich heute aber irgendwie nicht. Offensichtlich. Dann steht da wieder ein Fremder. Oh, eigentlich war das Tor frei. Er rennt schon wieder durch. Heieiei. Keine Chance auf Gegenwehr. Irgendwie entweder sind die komplett im Eimer oder ich weiß auch nicht, was da ist. Ein Grüner wäre gefragt gewesen. Einer von uns. Ein grünes Männchen. Im Ernst jetzt, dass der wieder die Drehung da rein macht. Also ich verstehe das Spiel teilweise nicht. Klar, Leute, ich weiß, ich steuere. Abseits? Kein Abseits? Ist schon klar, dass ich steuere, aber irgendwie ist es trotzdem merkwürdig. Was war jetzt Abseits? War Abseits, ja. Ja, zieh mal durch. Schneller, Kollege. Oh, fast. Ja, erst hast du kein Glück, dann kommt noch Pech dazu. Das kennt man im Fußball. Ach.
Primalatte? Und ich drück halt schon wieder und der macht's trotzdem nicht. Uff. Bisschen weit weg, ja, das kann eigentlich nichts geben. Den kann ja der Torwart mit dem Fuß stoppen, den Ball. Schon wieder! Es ist echt nicht zu glauben. Heiliges, das ist das. Es ist einfach ein Pass in die Tiefe, meine Abwehr steht dermaßen schrottig. Es ist nicht zu glauben. Also das nervt echt. Nicht die Gegentore, aber dieses irgendwie. Keine Ahnung, wie die stehen. Ich weiß gar nicht, was ich für ein System habe. Ein komisches offensichtlich. Ach, dreht dich halt. Er dreht ja nicht. Ich habe das. Ich drücke, soll drehen, er dreht nicht. Schlechte Ecke. Und wenn er nicht dreht, dann ist natürlich Käse. Wenn das die Grundidee gewesen wäre. Lauf, 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 Herr Schneider. Schön. Anschlusstreffer. Der vierte. Schlecht laufen. Oh ja, ich hätte fast schon wieder gedrückt. Ist ja auch irgendwie interessant. Normalerweise hast du ja diese Nahaufnahme ja auch. Die hatten wir jetzt vorher nicht. Ja, mal gucken. Das soll mal nicht euer Problem sein, immer kriege ich einen Thumbnail her. Sonst suche ich mir ein Spiel raus, St. Gallen gegen Dortmund. Ja gut, das gibt's. Ja, das kann man irgendwie, da kann man was machen mit, denke ich mal. Gut. Ja, und Feierabend. Ja, herzliche Gratulation an Joel. Absolut diskussionslos, der Sieg. Ich bin nicht mal annähernd irgendwie rangekommen. Hat der Joel einen guten Tag erwischt und ich einen schwarzen, würde ich sagen. Aber hat auch gut gespielt, muss man sagen, schöne Tore. Aber ich verstehe halt nicht, was mit der Abwehr war. Klar, ich bin nach dem 3-0 oder so, bin ich auf Offensiv gegangen, dann steht die Abwehr natürlich höher. Das ist ganz klar. Aber davor schon. Ein Pass in die Tiefe und irgendwie meine Abwehr steht irgendwie völlig im Schilf. Also ganz interessant. Naja gut. Es ist FIFA. Wer kennt's. Joel, ich danke dir fürs Spielen. Dankeschön. Wünsche dir schön. Noch weiterhin eine gute Saison und ja, noch einen schönen Abend in dem Fall. Danke ebenfalls. Euch danke ich fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen. Ja, euch danke ich fürs Zusehen, danke fürs Zusehen. Genau, einmal reicht. Also danke fürs Zusehen. Ja, das muss reichen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, bye bye. Tschüss.